Am Dienstag, den 5. Februar, haben die Grünen Nordrhein-Westfalen im Schlossgartencafé Münster zum Neujahrsempfang 2019 eingeladen. Mit etwa 600 Gästen war das Lokal gut gefüllt. Im neuen Jahr sind den Grünen folgende Punkte besonders wichtig. Inhaltlich, denke ich, sind es drei Themen. Das ist die ökologische Transformation in all ihren Spielarten, von der Landwirtschaft bis zum Automobil. Das ist neue Formen des sozialen Zusammenhalts zu schaffen, also Stichwort Grundrente, Sozialsystem nach Hartz IV. Und das ist Europa mit Kraft und Energie voranzubringen und nicht abzuwickeln. In seiner Rede ging der Bundesvorsitzende der Grünen Robert Habeck vertiefend auf diese Themen ein. Die Klimarettung spielt für ihn dabei eine wichtige Rolle. Das heißt, die Generation nach uns, und zwar die übernächste Generation, soll eine Welt vorfinden, die genug Freiraum lässt, genug Freiheit lässt, sich ein Leben entlang von möglichst vielen Möglichkeiten aufzubauen und eine Umwelt vorzufinden, die diese Möglichkeiten eben möglichst unbeschnitten lässt. Also in Flüssen baden, in Meeren, in Seen schwimmen, die nicht mit Plastikmüll und Nitrat vollgepumpt sind, Vögelstimmen hören, Bienensummen hören und ein Klima haben, das nicht die Gesellschaft in ein Korsett einfährt, wo eigentlich keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr gegeben sind. Laut Europakandidatin Anna Blandell müssen viele Vorhaben jedoch auf Europaebene umgesetzt werden. Also dass viele Dinge und auch gerade diese Klimafragen auf höherer Ebene auch gelöst werden müssen. Also wir brauchen nicht zu glauben, dass wenn wir in Deutschland irgendwie das lösen, dass das reicht. Und ich glaube, wenn wir das betonen, dass eben viele Dinge auch einfach auf europäischer Ebene und dann natürlich darüber hinaus gelöst werden müssen, dann haben wir gute Punkte gesetzt beim Wahlkampf. So viele Herausforderungen der kommenden Jahre werden wir nur auf europäischer Ebene lösen. Allen voran die Klimarettung. Selbst wenn, und es ist ein verdammt großes Wenn, wir in Deutschland bahnbrechende Lösungen für diese Probleme fänden, es würde nicht reichen. Wir müssen zusammenarbeiten. Die Grünen freuten sich an diesem Abend, ihr 700. Mitglied begrüßen zu dürfen. Anna Blandell bedankt sich anschließend bei allen Mitgliedern und Gästen. Aber das Schöne ist, dass ihr da seid und dass ihr nicht gedacht habt, ach, ist egal, kann man eh nichts ändern. Nein, man muss noch mal hinsehen und noch mal weiter dran arbeiten. Und das freut mich total und das sieht man eben an den vielen Neumitgliedern. Beim anschließenden Sektempfang hatten die Gäste die Möglichkeit, mit den Politikern und anderen Interessierten ins Gespräch zu kommen.